Ja, hey, willkommen. Mein Name ist Daniro P und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Berseria zusammen mit der Abzockkatze. Ja, mein Gott, wir waren ein bisschen in Zink gerade. Ja, in der letzten Folge haben wir die, wie heißt dieser Ort, Himmelstimmen, Rätsel der Welt, alles klar. Ja, haben wir betreten, nochmal weitergemacht und wir sind jetzt in der zweiten Kammer. Keine Ahnung, wie viel Kammern es gibt, keine Ahnung, wie weit es hier noch vorangeht und oh Gott. Mal schauen, was mich hier erwartet. Natürlich die goldene Mitte als erstes. Ach, alles teuer. Hab ich doch schon, Mann. Titanknöchel. Herrschrennschild. Das ist gute Sachen. Herrschrennschild ist, glaube ich, neu. Adamantin-Anhänger. Adamantin-Puppe. Platin-Klumpen. Was weiß ich. Mein Titanknöchel habe ich schon. Artangriffwirkung. Oh. In den. Na, Herrinnen-Schild. Ja, ist ja gut. Seltenheit 20 nicht elementar Schaden reduziert. Um 6%. Gegen Biester, Möglichkeit reduziert um 60. Mein Gott, sind die Werte von dem Teil schlecht. Stehe ich jetzt nicht so drauf. So, warte mal. Gut, gehen wir nochmal zurück. Ich will gucken beim anderen Teleporter. Ich sag den auch mal hier irgendwie kommen. Ich gebe dir einen Gegenstand. Vielleicht gibt er mir ja auch irgendwie einen Raum mit ganz vielen Schätzen. Weiß ich ja nicht. Passiert ja nichts, wenn ich das erstmal eingehe. Okay, keine Ahnung. Seht ihr was? Du. Boah. Ja. Ich glaube, ich komme mich auch zum Kessel irgendwie hin teleportieren, wäre glaube ich einfacher. Egal. Keine Ahnung, vielleicht ist er doch einfach nur immer so. Keine Ahnung, er zieht mich einfach nur ab. So, fertig. Elender Gauner. Muss ja diesen Katz kann man nicht trauen, ey. Konnte ihn noch nie leiden, ehrlich gesagt. Expedition ist zurück, bum bum bum, tschüss. Und jetzt gehe ich direkt hier hin. Oh Gott, das sind neue Gegner. Hi. Boom. Königsgruppe, ihr seid Level 123. Ihr habt schon, seid schon direkt ihr bei meinem Level. Geil, glaube sehr viel weiter kommt heute nicht mehr. Wollen wir die ganze Zeit blocken? Hauptsache, ich muss nicht mehr diese Zeit-Dinger hier machen. Wenn ich das nicht machen muss, bin ich eigentlich hier zufrieden. Boom. Booyaka-chan. Solange ich hier nicht wieder zeitbegrenzt irgendwie viele Gegner erledigen muss, habe ich ehrlich gesagt nichts dagegen, wie stark die Gegner sind. Oh, noch ein Ding, Gott verdammter Deck, ich habe 5 Dinger. Boom. Sehr gut, sehr gut. Tschüss. Und flieg, kleines Höhlchen, flieg, boom, mach es wie ein Mann und flieg. Oder mach es wie ein Stern und wird, ne, warte, wie war Königin Alice Schuhe. Mach es wie ein Mann und wird zum Stern oder irgendwie so. Ja. Königin Alice Stiefel. Halt. Fokus Bus 15. Ja. Okay. Komm, vibriert. Hat mich jemand gesehen? Von hier aus? Nee, ich werde wahrscheinlich ausgehen, gegen die ganzen Viecher hier kämpfen. Ja, muss ich ja gucken, was ich hier machen muss. Ich muss wahrscheinlich genau gleich machen, aber erstmal Layout und so was hier alles haben soll. Hier ist nix. Und vibriert von hier aus schon der Controller. Ist echt gar nichts. Muss ich gar nichts machen, ja? Das wäre ja so schön.
Kann ich euch noch umfahren? Nö. Goldfledermaus. Gib mir viel Gold. Oder Galt. Gib mir viel Galt, ne? Wenn man nervös ist, bin ich den Zauber einsetzt. Wenn sie voll ungeschützt ist. Magelo. Ja, beinahe voll drauf gegangen, ey. Und jetzt sind die Gegner noch nicht zu stark. Also wir kommen auf jeden Fall hier noch ein, zwei Ebenen hoffentlich weiter. Weil ich spiele auf Chaos, also nehme ich mal an, die Gegner werden irgendwann schon so Level 200 sein. Dann geht's so richtig ab. Aber, oh geil. Ringe brauche ich im Moment. Du hast gerade was. Hier ich gerade gegen Furien. Ja, ich glaube, das könnte sie gebrauchen. Ja, kommen die anderen. Kommen jetzt irgendwie nicht dazu, ihre Dinger hier einzusetzen. KP, Angriffskraft runter, Dingens hoch, ja. Du nicht Angriffskraft runter. Du auch nicht. Mann. Fokus, ja, bitte. Weniger Angriffskraft, egal. Und er kriegt sogar Dings runter. Ach so, das ist, weil er auf Level 6 ist, ne? Weiß ich ja. Sind sie zwar voll schwächer, aber was soll's. Wenn dann einer irgendwie Erfahrungspunkte mäßig so weit vorne ist. Ist zwar Velvet schon, aber pff. Kann ich irgendwie nichts machen. Ich habe die irgendwie die ganze Zeit aus den Kämpfen ausgehalten. Ja, die haben mir irgendwie gesagt, das könnte irgendwie einigen Orten ja ähnlich sein. Okay. Bitte nicht so ein Zeitspielchen wieder. Er kommt von der Decke geflogen. Bitte nicht. Au. Ja, blablabla. Ja, ich habe noch nicht gekämpft. Tarantilusmus. Was? Also ich gegen Feuer, nö, ihr seid doch Insektenmann. Nach meiner Pokémon-Logik müsstet ihr eigentlich noch mal anfällig sein dagegen. Aber Magilo, was machst du eigentlich? Da kriegst du die ganze Zeit auf die Nase. So eine niedrige Verteidigung. Nö. Ist genauso viel wie Velvet. Hallo? Noch mal irgendwie mehr Reben in einem Part wäre richtig toll. So, jetzt kommt. Oh, ich hier mit meiner einer Mistgard kaputt. Aber ich ziehe euch nur halbwegs etwas ab. Schlitz. Wie die aushalten, ne? 23, die sind auf meinem Level und halten so viel aus. Glaubt dann einfach nicht. Fuck. Gib mir einen Gegenstand. Jawohl. Turbulenzschuhe. Bedrohliche Herrenschuhe. Wie sind denn Schuhe bedrohlich? Meine Maske, die siehst du sofort an oder so, aber. Oh, geil. Seelenbrecher. Und er braucht. Ja, komm. Bernstein. Oh Gott. Ich habe schon hier von euch allen die Gegenstände. Und nee, ist schon wieder so ein Zeitspielchen, ne? Sag mir nicht, ich muss die ganzen Dinger dann wieder aufsuchen. Und nee. Muschelschalenpasta, Mindstone, ein Rezept, cool. Eins.
sämtlicher Schaden reduziert um 45. Was? Er war sowieso schon irgendwie neu. Ach ja, ich habe auch eine neue Mystikart, ne? Mit harter Hieb, ne? Wo ist es? Oder ist es harter Hieb, ne? Nicht nach Stoß, Mystikart 1 sei. Hä? Mir hat nicht angezeigt. Aber da könnte mir nicht antun. Wie soll ich dann wissen, wie ich das aktivieren muss? Hey! Oh, geht weg. Letztes Mal konnte ich wohl einfach flüchten. Ich werde mal auf jemand anderen gehen. Ich bin gerade am Flüchten. Hier einfach nur so standen. So. Oh. Hi. Du kannst gar nicht mehr helfen. Wie haut sich das an? Ich vermindere. Mein Schnäuzchen spürt eine geringe Bosheit für dich mir auf. Also teuer ist in dem teuerste. Ja, ich glaube, ich weiß, was das. Ich mit dem rede, dann geht die Zeit wieder runter oder was? Irgendwie so was. Immortus, was bist du denn? Ich bin Immortus. Wir sind Anonymous. Irgendwie so. Bin Immortus. Und bin ich dazu komisch? Okay, ihr tut alle zaubern. Finde ich gut. Jetzt halt auch damit. So, zaubert, zaubert. Ich bin bereit. Nicht wir, ihr. Jetzt zaubert natürlich keiner. Hey, ich verdammt Trick. Boah, jetzt halt. Ihr könnt mich doch mal. Hey. Ja, seid bereit, dann kommt keiner, dann greife ich an. Direkt zaubern. Zaubertrank. Ganz Videospielkram, ey. Das ist eine Sache, ja. Schon mal Pokémon gespielt. Und ihr sucht dieses eine bestimmte Pokémon, das ihr fangen wollt. Und ihr irgendwie schon 10.000 Mal vorher begegnet seid. An dem gleichen Ort. Aber genau dann, wenn ihr es fangen wollt, taucht es natürlich nicht auf. Das ist ja nicht Videospielkarma. Ja, es existiert. Oh Gott. Und es wird wieder so eine getimte Kacke. Was soll ich halt immer noch einmal machen muss? Wow, da war voll Zerstörung. Diese Koras. Du siehst mich nicht in den Schlaf, du Kobra. 11.000 Erfahrungspunkte und Riesenschuh haben schon noch gelevelt. Gut. So, 10 Minuten. Das klingt jetzt nicht so. Als Anteil. Geh weg. So, viele Mystikards. Damit die Zeit stehen bleibt. 9 Minuten hatte ich. Okay. Komm, fliegt. Okay, wechseln. Ist ja immer nur eine Welle, ne? Da kommen nicht irgendwie 10.000 Gegner auf einmal, ne? Ich bin nicht meiner Dings. Hallo? Vor allem war viel einfacher, habe ich das Gefühl. Oh, viele mystische Hats einsetzen, ja. Ist gerade Schaden für keine Sekunden mehr. Boah, ehrlich. Boah, ehrlich. Die Zeit geht hier auch noch weiter, ehrlich. Aber ja. Schnipp. Schlag, 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 schlalalala. Muss ich echt trainieren. Okay. Komm schon. Oh ja.
Schau mal. Aber wenn nur zwei von diesen Dingern der sind, dann ist das hoffentlich was. Also Low Level ist das irgendwie ja nichts. Ich sag, das war eins. Wenn es nur noch eins kommt, dann habe ich Glück, aber ich bezweifle, dass nur eins da ist. Da sind, glaube ich, auch noch welche gleich, ne? Hi. Vier Gegner nur? Okay. Was, da kommt noch mal mehr. Und einfach mal auf Wette, dass das so ist. Nicht angreifen, 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 nicht angreifen. Ist gut, brauchst mich nicht angreifen. Ja. Ich hab dir meine Mystikart. Spuck beinahe mein ganzes Mikro hier. Au. So gut. Aber ich muss nach dieser Aufnahme schon wieder trainieren, ey, da kratzt mich an. Dauert zwar nicht lange, so wie ich das mache, aber trotzdem. Naja. Gut. Und das für den Donner. Richtig gut. Also egal. Scheinen gut in der Zeit zu liegen. Aber Eingang waren noch zwei Dinger, ne? Ist nicht der Eingang. Hier ist noch so ein Teil, leck mich. Ich mal ausprobieren. Dann werde ich doch noch lange rum. Was war letzte? Ach, hatte ich jetzt 8 Minuten ab, liegt daran, weil ich den irgendwie bezahlt habe oder wie? Sehr cool. Was war letzte? Und die letzten? Ja. Yeah. Boom. Oder mache ich dann jedes Mal, will ich immer ein bisschen Katz Seelen hier farmen oder so? Ich tun zu schnell Zauber nicht. Violetta Sturm. Boom, 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 boom. Mir ich wahrscheinlich irgendwie nur so 4 Minuten oder so gehabt, ne? Wenn ich nicht vorher bezahlt hätte, nehme ich jetzt mal an. Ja, macht das dann schon sehr viel einfacher, mich Katz so bestechen kann. Ich dann direkt alles, hallo, du von den Dingern. Ich habe 1600 irgendwie was. Ist nicht so, als sind die irgendwie schwer aufzutreiben, die Dinger. Dann gerade am Boden. Ich drücke ja 2. Aber geht doch mal am Boden. Der verdammte Zombies, ey. Kommt da aus dem Boden. Sehr gut, Lafayette. Ist immer noch nicht, wenn man die anderen Mystikarts jetzt einsetzt. Au. Oh mein Gott, da war ein Schuss, verdammt. Riesen, du willst ja gar nichts aus. Und zack. Tot, komm. Tot. Hier haben wir es geschafft. Yay. Ah, wurde vorübergehend. Ja, vorübergehend, wenn ich mich immer weiter teleportieren kann. Ja, da richtig gut. Dann wie in Tales of Graces F. Oder da musst du halt irgendwie einen Gegenstand opfern. Aber wenn du kannst ja davor speichern, also nicht so, als wäre irgendwie so schnell. Dann brauchst du einfach nur Lana sein Gegenstand wieder zurück. Wenn irgendwas schief geht. So, oh, wir kommen schon direkt zum nächsten Boss. Geil. Dann komm mal her, Brock. Wo wir, was weiß ich. Unbesiegbar hier.
Du sollst einen Hintern blasen schießen. Kannst du es eigentlich wagen? So, da du bist ein Drache, ne? Au. Ja, aber habe ich nicht irgendwie eine Waffe oder einen Ring oder irgendwie was irgendwie. Aua, ist gut. Dass mir irgendwie voll viele Fähigkeiten gegen Drachen irgendwie gibt. Gleich mal ausrüsten bei diesem Boss. Ja, was soll's. Nicht so, als hätten wir jetzt so viele Probleme. Okay, Magelo hat schon wieder Probleme. Magelo. Oh, Level 5 müsste gerade. Ja, ich habe nicht genug Dinger. Oh, wir sind nicht auf den Arm nehmen. Ja, wie war das jetzt bitte schön nicht die Level 2 mich gerade. Oh Gott. Ich bin mich hier voll ignoriert, ne? Sogar zwei, ich drück R2, ich drück R2. Danke. Aua. Nein. Ja, lauf mit einer AP die ganze Zeit herum. Sehr geil. Vom Eisen, der bringt jetzt voll. Komm. Doch jetzt auf voll auf die Fresse, so läuft das. Normalerweise, wenn ich den aufrufe hier, in den Kampf aufrufe. Ich rufe Eisen dabei. Eine Yu-Gi-Oh! Karte. Warum kriege ich den nicht? Weil ich noch nicht mal Schaden nehmen soll. Also wieder nicht. Da müsst gerade bitte. Danke. So, jetzt noch nichts irgendwie was zu schwer ist, finde ich. Alle eure Dinge ein. Warum hast du nicht 5 Dinger? Verdammt noch mal, Lapiset. Kannst hier voll Möhre ja in die Knäsch einsetzen. Warum werden meine Angriffe immer zurückgeworfen? Danke. Schon tot gewesen, habe ich gar nicht gemerkt. Waffenfähiges Azuri, der Möglichkeit, die Ausrüstung da die insgesamt 50 Mal. Boah. Ey, diese Dinger bringen mir nichts. Habe ich gewarnt, es ist wirklich so. Wir kommen in die Zukunft zu Sorei und Co. Also Seraphim. Keine Ahnung, Offset, denkst du das? Ja, ich brauche einen Teleporter. Stell ich mal vor, ich habe nicht genug gesehen, ne? Teleporter zu erstellen. Ja, richtig. Richtig kacke und ein Skit. Das nennst du verrückt. アイゼンは展開のこと何か知らないの展開のもんは数万年開いていないと言っていた。さすがにそこまで古いことは分からん。俺は千年ほどしか生きていないからな。アイゼン、あんた繊細だったの？年上だとは思っていましたが、そこまでとは。 Nee, hat nicht gewusst, ehrlich?
Gott. Ja, von Anbeginn der Zeit schon da. So sieht sie aber nicht aus. Skate. Gott, verdammt. Wieso teurer? Was ich. Okay, ich habe jetzt noch einmal jemand gegeben, kriege ich jetzt mehrere Gegenstände, kriege ich jetzt überhaupt was? Nö. Wie stark seid denn ihr? Amsel, der 102-Leiter ist auch noch nicht so hoch, hoffe ich. Jetzt haben wir es ja noch geschafft, zur Not habe ich noch alles Teiler. Dass die Kämpfe zwar voll, also den Boss, die Bosskämpfe, ich setze also nicht gegen normal gegen einen, hallo. Voll in die Länge ziehen würde, aber zur Not, ne? Habe ich da nicht auch gegen Innominat und Co. eingesetzt? Ich glaube ja, ne? Boah, der reicht mich direkt an, nachdem ich da weg hab. Diese Psy. Haku oder Kaku, keine Ahnung. Au, au. Jan. Boah, danke. Läuft doch noch gut hier die Kämpfe und ist jetzt nicht so, als würde ich hier, weiß nicht, in jedem Kampf irgendwie voll viel in jeder Ebene irgendwie alle Kämpfe und so machen, ne? Oh. Nix bekommen, geil. Ein Kochlevel. Ja, das sieht jetzt wieder aus wie so ein Rätsel hier, ne? Lass mich mal kurz erspähen. Vielleicht muss ich einfach nur wieder so ein blödes Ding ein Rätsel machen. Nur mal erspähen, ne? Vielleicht sage ich hier noch eine Truhe und so, dann kann ich die direkt auch mitnehmen und speichern, bevor ich rausgehe. Oh, ich habe schon gekämpft. Tschüss. Din, 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 din. Sehr gut. Entkommen. Doch nee. Aber vielleicht ist auch wieder was ganz anderes da. Oh. Expedition. Boom. Vielleicht komme ich ja direkt zum Boss. Sieht schon fast so aus. Ich möchte aber gerne zurückgehen und speichern. Mache ich jetzt auch. Boom. Dann komme ich denn hier hin? Komme ich auch zum Speicherpunkt? Ja, da hinten ist ein Speicherpunkt. Hm. Komm nicht mal hier zum Dingens. Was soll das denn? Egal, jedenfalls, ich speichere jetzt hier und dann in der nächsten Folge gehen wir zum dritten Gebiet, das ja auch noch in Reichweite unserer Stärke zu sein scheint. Und ja. Wenn euch der Part gefallen hat, können wir ja ein Like, ein Abo, ein Kommentar oder sonst irgendwas hinterlassen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ciao, ciao. Ja. Und